Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir sind hier bei der Quest mit Justin und Co. Und ja, ich bin total gespannt, was nun passieren wird. Denn jedes Mal, wenn ich mich einlogge, bin ich genau bei dieser Quest hier. Und ja, es wird auf jeden Fall gesagt, los, mach endlich weiter. Und deswegen werden wir das jetzt natürlich auch machen. Captain Bruce ist schon in Stellung hier, wartet schon die ganzen Tage, dass es endlich losgehen kann. Und Dark Core ist mittlerweile auch eingetroffen. Von daher passt das natürlich alles wunderbar. Und deswegen werden wir jetzt mit diesem guten Herrn sprechen. In seinem wunderschönen grünen Cape. Ja, wunderschön sieht er aus. Mal schauen, was der zu sagen hat. Da bist du. Dieses Pferd soll mit. Gut. Stelle es dort auf den Container ab und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Lass dein Pferd auf oder vor dem Container von Dark Core. Welcher Container denn? Ach da, da hinten. Alles klar. Ich bin für auf den Container. Oh, geht nicht. Springen ist hier verboten. Okay, alles klar. Gut, Ravy. Ja, Ravy ist schlecht drauf, weil der glaubt, es geht wirklich weg jetzt hier. Aber keine Sorge, Ravy. Wir werden dich wieder herbringen. Oh. Guck mal, wie traurig er guckt. Oh, tschüss. Na super, ich bin ohne Pferd. So was Blödes. Okay, schnell zurück. Oh Gott, mein Ravenblatt. Nicht, dass ihnen jetzt doch noch was passiert und dann habe ich ein Pferd weniger. Dann ist das Pferd jetzt auf den Container. Jetzt müssen wir nur noch die restliche Ladung holen. Tschüss, Mädchen. Du bist jetzt fertig. Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Denk dir etwas aus, wie du auf das Schiff kommen kannst. Einfach laufen. Hallo Jungs, ich bin bei der Crew jetzt mittlerweile. Ich bin ein Crewmitglied, ich helfe euch. Na toll. Okay, das ist also nicht hier, was ich jetzt tun soll. Alles klar, dann müssen wir wieder runter. Und was machen wir dann? Jetzt lauf doch mal. Oh Gott, ich hasse diese Steuerung beim Laufen. Warum ist die so komisch? Okay, wie soll ich mir denn was aufdenken? Habe ich irgendwas Tolles im Inventar? Nee, nicht wirklich. Alex, helf mir! Was soll ich denn jetzt tun? Alex, du bist auch keine Hilfe. Es geht hier um ein Pferd. Denkt ihr etwas aus? Ja, wie denn? Ah, hier. Ich bringe euch was zu essen, genau. Gute Idee. Was? Ich verstecke mich im Kühlschrank? Oh mein Gott. Ja, ob das so super klug ist? Schon ein bisschen komisch, ne? Kann ich irgendwas klicken oder so? Nee, ich muss tatsächlich nur warten. Gut, dann warten wir mal. Die haben bestimmt bald Hunger und dann gibt es Mandy zum Essen. Toll. Ich sag ja, eine super Idee. Okay, aber Captain Bruce ist da. Ich hoffe, der folgt uns dann auch. Oh je. Und da wird der Kühlschrank an Bord geliefert. Du hast dich mehrere Stunden im Kühlschrank versteckt. Das Schiff scheint nun endlich angekommen zu sein. Mehrere Stunden. Krass, ich hoffe, da war genug Sauerstoff drin. Da ist mein Pferd. Das schwebt. Achso, das baut sich erst auf. Alles klar. Dark Core Hauptquartier. Oder sowas ähnliches. Fehlt ein bisschen Musik hier. Aber der Sternenhimmel ist ja schon mal sehr, sehr schön. Das Pferd ist weg. Oh nein. Der Container, der dein Pferd transportiert hat, ist bereits leer. Ravenblood wurde bereits woanders auf der Dark Core Ölinsel hingebracht. Du musst dein Pferd Ravenblood finden und versuchen, Justin zu lokalisieren. Lass dich nicht erwischen. Bleibe unentdeckt und lokalisiere Justin und dein Pferd. Suche beim Hauptgebäude auf einer der höheren Etagen.
weiß aber wirklich nicht, wie das mit den Schleichen funktionieren soll. Vielleicht kannst du an der Wand entlang schleichen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Weil hier ist doch nirgendwo eine Wand zum Schleichen oder so. Oder doch? Kann ich... Ah, ach so. Ja, das muss man mir erstmal sagen. Das sah nicht so aus beim ersten Mal für mich, als wenn ich da einfach so hin kann. Gut, ist ja doch einfacher als gedacht. Wow, schnell hier hin. Hab ich's geschafft? Tatsächlich, hier kommt man rein. Wow, sieht cool aus hier. Sehr nett. Wir müssen uns beeilen. Wer weiß, was sie mit Ravenblood machen. Da! Wir sind da! Yay! Du hast dein Pferd und Justin gefunden. Justin ist in ein Gespräch verwickelt und niemand hat dich entdeckt. Vielleicht kannst du das Gespräch belauschen. Ich verstehe nicht, Justin. Was meinst du mit, das ist nicht dein Pferd? Ich weiß nicht, was hier los ist. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Eins ist sicher, das ist nicht mein Pferd. Und ich sehe heute mal wieder wunderbar aus. Ein bisschen, ich weiß nicht, als wenn ich Botox im Gesicht habe. Aber ansonsten geht's mir gut. Oh, das haben wir auch gemerkt. Und dunkle Eigenschaften hat es auch nicht. Die, mit der von der Hexe Pi ausgerüstet sein sollte. Vielleicht ist es ja ein ganz normales Pferd. Etwas schwächer als ein normales Pferd vielleicht. Ist es eventuell krank? Und irgendwie habe ich Ähnlichkeit mit Lara Croft. Jessica, ich stelle fest, dass das Pferd eine Art versteckte Kraft in sich trägt. Es ist nicht krank, aber irgendwas Komisches geht hier vor sich. Ich spüre es, aber ich weiß nicht, was es ist. Lächerlich. Wir haben so viel Geld und Kraft in diese Hexe Pi investiert. Und jetzt schickt sie uns das da. Oh, halt. Ich glaube, dass Pi uns betrogen hat. Sie war uns eine treue Dienerin und hat uns schon vorher Nachtpferde geliefert. Man betrügt Darkor nicht. Und das macht man einfach nicht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Das Pferd kommt mir trotzdem bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Mein Botox-Gedächtnis ist schlecht. Ich muss es noch einmal gesehen haben. Aber wann? Nachdem du dich der richtigen Seite der Dunklen angeschlossen hast, kann es sein, dass du ein paar Gedächtnislücken hast. Aber das wird schon. Du hast nichts Wichtiges vergessen. Nicht gut, dass wir immer noch das Nachtpferd für Justin brauchen und wir immer noch jemanden für die Position des vierten und letzten Nachtreibers brauchen. Wir müssen vier sein. Und das, bevor die Druiden vier Soul Rider zusammen haben. Ruhig, Jessica, ruhig. Als ich in Silverglade spioniert habe, konnte ich keinen Hinweis finden, dass sie eine Spur von Lisa oder Anne haben. Aber Linda, haben sie doch schon aufgespürt, oder nicht? Ich konnte leider ihr Verschwinden nicht so galant lösen, wie das von Lisa und Anne. Eine oder mehr oder weniger. Und wäre diese neue nicht gewesen, wäre Linda immer noch weg. Wie heißt sie nochmal, dieses Pferdemädchen, das nach Moorland gekommen ist? Mandy, jetzt weiß ich es wieder. Und es ist ihr Pferd. Das ist Ravenblood. Psst! Ich fühle eine Störung in der dunklen Energie. Es riecht nach Droide. Guck mal da, wer versteckt sich hinterm Ausgang? Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt. Das ist Mandy. Fangt sie! Was willst du? Mich retten? Ich will nicht gerettet werden. Hau ab einfach, Mandy. Ich habe mich meinem Großvater der dunklen Seite angeschlossen. Und jetzt hau einfach ab. Jetzt! Ich will aber nicht abhauen. Und nun? Ravy! Ach ja, wir können wieder auf Raven... Ach. Lauf doch mal richtig... Alter, wieso sind die... Jetzt ist die Steuerung komplett durchgeknallt. Also, das ist ja echt ein Ding. Ja, endlich wieder aufs Pferd. Dann kann man wieder normal reiten. Einfach fliehen. Da muss man wie ein geölter Blitz sein. Diesmal ohne Justin. Mach die Notrakete bereit. Wenn du rauskommst, muss sie an einen geeigneten Ort gezündet werden, sodass Captain Bruce dich abholen kann. Reite zur Plattform, wo du angelegt hast und triff Captain Bruce. Benutze die Notrakete auf dem Weg. Okay, mit Rennen. Yay, ein Rennen. Und Gott sei Dank haben wir Raven... Mit?
Ravenblood dabei. Oh Gott, katastrophal hier, das ist denn. Die Pfeile, die verwirren mich aber auch wirklich sehr. Weil die so extrem zur Seite gezeigt sind, obwohl das gar nicht so extrem in die Kurve geht. Oh Gott, Ravy, das schaffen wir. Okay, Ravy bleibt erstmal stehen. Ich finde, hier ist ein geeigneter Platz. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich fand das gut hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, verdammt. Es ist echt schwer. Als ob ein richtiges Pferd das könnte. Okay, Notrakete gezündet. Hoffentlich sieht er es rechtzeitig. Oh ja. Oh Gott. Oh Mann, das ist ja echt katastrophal, die Strecke hier. Also die kann ich wirklich... Oh, halt, Ravy, nicht so schnell! Oh, ich... Das, ich dreh durch. Also irgendwie ist das hier... alles komplett scheiße mit der Steuerung, muss ich ja mal sagen. Selbst Ravenblood kann ich nicht so wirklich gut steuern. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich nur an meiner Fähigkeit liegt zu reiten oder ob es an meiner Tastatur heute liegt oder ob es einfach wirklich nur so ist, dass es mega schlecht ist. Könnt ihr mal eure Erfahrungen mit der Quest in eure, in meine Kommentare schreiben? Ob das bei euch genauso katastrophal war oder nicht? Du hast es geschafft. Nach der Segeltour wirst du am südlichen Strand im Moorlight abgesetzt. Captain Bruce fährt weiter ins Fischerdorf. Okay. Wir haben es geschafft. Yay. Und wir müssen bestimmt... Ja, wir müssen zu Alex. Alex, ich bin wieder da. Tja, ich weiß nicht. Will Justin wirklich zu der Seite oder wird er gezwungen? Wurde er verhext oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.